1961. Jetzt ist Schluss mit lustig. Ja, ich geh doch schon. Laju, du wirst nicht entkommen. Das ist eine Feder. Hier, komm, ich muss dich schnell platt machen. Alter, da hat mich jemand abgeschossen. Ich schieß gleich zurück, Junge. Daneben. Ich habe noch zwei Wurfmesser, Junge. Und einmal hier hinter verstecken. Autsch. So, den hätten wir erledigt. Ja, unser Bekanntheitsgrad kann eigentlich erstmal vollkommen irrelevant sein, denn wir werden sowieso noch ein bisschen Aufsehen erregen. Und zack, einmal hier runter und... Wow, ich war eigentlich hier zur Seite hin. Genau hier hin. 27 von 30 Federn. 27 von 30 Federn, ja, das wäre schön. 27 von 100 Federn. Und... Hui! Der Aussichtspunkt ist noch ein bisschen entfernt. Am besten können wir da über die Straßen laufen, weil hier zu viele Bogenschützen sind. Emilio. Und... Hui! Santa Maria Gloriosa dei Friari. Frari, schuldig. Ja, jetzt sind wir schon an der Kirche angelangt. Boah, ich will hier nicht runtergucken, auch wenn es eine geile Aussicht ist. Ich will eigentlich hier so rüber. Penner, 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 Penner. Ja, der ist ein bisschen tiefer gefallen. Und einmal versteckt, einmal rausgegangen und ich muss unbedingt mal ein Waffenspiel und dergleichen alles aufsuchen. So, da ist er. Bazzo, glaubst du, du bist schneller als wir? Ja, ich... Mensch. Ja, ich habe auf jeden Fall einen schnelleren Angriff. Und die bessere Technik. Tja, schade würde ich mal sagen. Okay, ich glaube, wir werden... Wow! Ezio? Das hatten wir alles erst. Mach es nicht wieder schlimmer. So, hier hätten wir den einen Erinnerungsanfang wahrscheinlich, dass wir hier die Kirche hochklettern müssen oder sowas. Ah ja, hallo. Guten Tag. Hier ist auch Leonardos Werkstatt. Allerdings wäre es besser, wenn wir wirklich erstmal diesen Aussichtspunkt einsammeln, dass wir eine bessere Übersicht über diese schöne, riesengroße Stadt haben. Und hopp, hopp. Uah! Ein Glück, dass wir ins Wasser geflogen sind. Wären wir 20 mm weiter nach rechts geflogen, hätten wir uns selbst umgebracht. Way! Schade. Way! Way! Das sieht ja wohl krass aus. Wow. Das sieht ja wohl immer lustig aus. Ach, dieses Spiel hat einfach so viele Facetten. Die meisten kann man gar nicht während eines Spielens erfassen, alle. Aber ich muss es ja immer wieder anmerken, es ist ja auch ein Blind Let's Play. Wow, ich will hier runter. Way! Ping. So. Anonym werden, um einzukaufen. Ja komm, wenn, dann machen wir auch hier alles gleich fertig. Ausgewichen. Ja. So, Nummer 1. Einmal wieder richtig hinstellen. Nummer 2. Okay, wartet. Wartet, wartet, wartet. Weil wir es können. Oh, unser Hammer ist noch ziemlich schwach. Oh, sind noch mehr. Hey. Ich glaube, wir sollten dann doch tatsächlich mal wieder auf die versteckte Klinge wechseln, weil das bisher unsere beste Möglichkeit ist, irgendetwas zu erreichen. Nein, ich habe keine Lust, schnell zu sterben. Aber ihr könntet euch mal schnell ein bisschen dezimieren. So, Nummer 1, dood. Und... So, da war ich gerade eben einmal zu langsam, zu schnell. So rum.
könnt ihr auch natürlich provozieren, aber das ist, glaube ich, ein bisschen blöd. Ha, ausgewichen. Denkt an euren Drillbell, flankiert ihn und haltet es ein Festmahl für die Rest heute Nacht. Frischer, was soll sofort! Nicht schon wieder welche. So, den haben wir erstmal erledigt. Hua! Haha! Nächster! Ist hier noch einer. Und, way! Einer fehlt noch. Ich krieg dich! Hua! Ja, jetzt muss er mich auch nochmal treffen. Jetzt können wir wirklich nochmal unseren Hammer benutzen. Weil wir ja kein Wesen zur Hand haben. So. Peng. Das war's. Er ist erledigt. Und das war nur eine Bank und keine Codex-Seite. Das macht allerdings natürlich überhaupt nichts. Ponte di Rialto. Hier gibt's auch noch ein Augensymbol. Oh mein Gott. Na, wie viele Stunden wir wohl an diesem Rätsel hängen werden. Das steht alles in den Sternen. Wir haben den Klettersprung erlernt. Gab aber doch ein bisschen Geld. 26.000. Wir brauchen unbedingt eine Schnellreisestation. Trotz der schönen Worte, nicht besser als die Tiere in der unerleuchteten Gesellschaft wie unserer nicht toleriert werden. Vernichte die! Ja, so ein ganz netter Kerl. Verdammt. Gut, dann werde ich wohl hier hochgehen müssen. Tada! Ich mag diesen Klettersprung irgendwie total. Uah! Was tust du? Ich wollte eigentlich Leertaste. So, uah! Zu kurz. Ja gut, ich kann die Höhe noch nicht abschätzen. Und, uah! Zu kurz. Aber hey, man kann es ja auch immer wieder probieren, weil es einfach lustig ist und krass. So, es geht jetzt einmal hier hoch und... Hui, wenn wir da runterfallen, sind wir ganz schön matsch. Aber hierfür hat man noch nicht mal Teil gebraucht. Diesen Klettersprung. Der aber mega Hammer ist. So, Aussichtspunkt erklommen. Jetzt sehen wir hier dann doch mal ein bisschen was. Oh ja, sogar ziemlich viel. Aber die Map, also die Stadt scheint auch ziemlich groß zu sein. Hier gäbe es ein Auftragsattentat. Ich würde allerdings dann doch erstmal in Richtung Schmied gehen. Rüstung reparieren, Rüstung und Waffen kaufen und sowas alles. Dass wir nicht immer mit der versteckten Klinge kämpfen müssten. Schmiedi, Schmiedi, Schmiedi. Oh, warte mal, ich suche eine Schnellreise. Ha, das ist doch besser. Schnellreise, 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 Schmied, was bist du hier? Schneider. Na, Schnellreise war das ja mit den Pfeilen. Wir suchen eigentlich jetzt eine Schnellreise, um... Ich glaube, dann wäre ich dann doch hier zurück in die Romagna Forli. Einmal schnell zurückgehen. Ja. Tatsächlich müssen wir da eben einmal schnell hinreisen. Denn vielleicht gibt es ja neue Waffen. Bei Verfolgern kann das Untertauchen nutzlos sein, da sie auch Verstecke durchsuchen. Pff, Verfolger macht man eben vorher platt. Man macht einfach alles platt. So, ist schön hier quietschen im Hintergrund. Quietsch, quietsch, quietsch. Ach, dieser Stuhl ist doch klasse. Umhang in diesem Gebiet nicht wirksam, aber hier haben wir eine Schnellreisestation. Venedig, Florenz, Monteregioni. Monteregioni. 100 Florin, was? Treibt mich noch in den Ruin. Ich habe doch nur 60.000, 70.000. Wenn Sie sich eine bessere Rüstung besorgen, bekommen Sie einen maximalen Gesundheitsbonus. Rüstung. Ja, das stimmt. Wir haben ja schon einiges an Gesundheit, aber wir haben noch keine gute Rüstung. Ist das Ding eigentlich noch braun? Ich dachte eigentlich, das wäre weiß. Nee, das ist weiß. So, Monteregioni Villa. Boah, ich finde ja die Farbsättigung hier so krass gut, dass es hier einfach so klasse aussieht. So, wir holen uns erst natürlich mal ein bisschen... Ey! Hier, ich bin der Besitzer dieser Stadt. Theoretisch. Macht Platz!